Das waren meine Stars, so meine Vorbilder. Da habe ich natürlich dann irgendwie meine Familie im Hintergrund gelassen, vergessen. Ich hatte irgendwie keinen Halt. Das war mein Vorbild, das war mein Star. Sylvester Stallone, ich will auch werden wie er, beziehungsweise vom Nichts versuchen, etwas zu erreichen, was körperlich angeht. Straight out of Fennel, ihr Assis. Und dann habe ich mir mein Sparschwein geknackt und 10 Mark rausgefischt. War nicht viel, aber für mich war es die Welt. Ein Anfang. Und da habe ich auf jeden Fall, bin ich in Karstadt gelaufen und habe ich mir je 2 5 Kilo Hanteln gekauft. Das erinnere ich mich noch. Das war so eine weiße Packung und hinten dran waren so 20, 30 Strichmenschen, wo Übungen drauf gemacht haben. Und das habe ich halt ein Jahr lang im Kinderzimmer, wirklich in meinem Kinderzimmer. Kann ich mich auch erinnern, ich war riesen Dortmund-Fan, BVB. Ja, also das war auch so, Fußball habe ich gerne geschaut. Und mein ganzes Zimmer war alles voll mit Poster, mit Dortmund, Matthias Sammer, Rummenigge, dies, das, jenes. Und dann wurde das ganz schnell geändert von Fußball auf Rocky-Poster. Ich habe mir jedes Schnipsel von Rocky habe ich mir draufgeklebt auf die Tapete, auch wenn ich Schläge gekriegt habe und Ärger bekommen habe. Und jedes Mal Schläge bekommen habe, ich habe jedes Mal wieder die Schnipsel rausgemacht und wieder draufgepappt mit irgendwas. Ja, das war halt so mein Fokus. Und ja, dann hat es angefangen, dass der Körper sich ein wenig verändert. Dann habe ich halt nicht mehr so Süßkram gegessen, weil ich dachte, jedes Süßkram, was ich zu mir nehme, ist der Trainingstag auch futsch. War auch so. So war halt mein Gedanke. Und da hat sich der Körper langsam verändert und auch mein Selbstbewusstsein langsam stückweise für Stück gestiegen. Ja, und dann war auf einmal der Sascha ein bisschen interessant. Da sieht man, Freunde, wie ich so massig war, mein Gesicht wie so ein Mondgesicht. Ja. Die Haare selber geschnitten, so wie heute noch, aber ich habe es jetzt ein bisschen besser drauf. Auch Katastrophe. Die Sandra immer noch hübsch wie damals, wie heute, aber ich da wie so ein Fleischklops. Hier waren wir ein bisschen shoppen. War es ein bisschen interessant und dann wurde auch gefragt: Ah, trainierst du jetzt? Machst du jetzt was? Schön, geil. Super, aber so halt lasch, ne? So auf die Art, so, ja gut, nächstes Jahr macht er wieder nichts mehr. Alles klar, weiter geht's. Vater fragt mich, was hast du denn Bock zu machen? Jetzt hast du bald Geburtstag, was ist denn dein Wunsch? Ich habe gesagt, Vater, weißt du was? Mein größter Wunsch wäre, wenn ich mich ins Fitnessstudio bzw. ins Boxen anmelden kann. Ich weiß, ich bin noch nicht 16, aber ich habe Bock drauf. Ja, okay, alles klar, machen wir. Hat er mich daraufhin angemeldet. Ich sage, wie kommst du denn hin nach Weinheim? Mit der OEG, das ist jeden Tag 2 Mark, das ist doch viel Geld. Ich habe gesagt, Vater, ich versuche hin zu joggen, ich fahre mit dem Fahrrad hin, scheißegal. Und so war es auch. Ich habe mein Wort nicht gebrochen. Ich bin jeden Tag, also 5-mal die Woche war Training, bin ich jeden Tag ins Training gefahren, habe ich geboxt und anschließend ein bisschen noch Fitness gemacht. Natürlich mit dem Einverständnis der Eltern. Mein Vater hat da unterschrieben beim Trainer, habe ich trainiert. Ich habe alles gegeben, ich habe alles gegeben, ich habe die Schule geschwänzt. Ich habe zum Vater gesagt, ja, ich gehe in die Schule, ich bin runter in den Keller, habe gewartet, bis er auf die Arbeit geht, dann habe ich oben im Erdgeschoss die Tür gehört, bin wieder hoch, habe meinen Rucksack geholt und habe gewartet vom Fitnessstudio, dass die aufmachen um 9 Uhr. So drauf war ich. Ja, und so hat mich das geprägt und ich wollte unbedingt was mit dem Training machen. Ja, und habe es auch durchgezogen. Ich habe es durchgezogen, ich wurde besser, ich wurde schlanker, ich wurde geformter, ich wurde straffer. Ich habe wieder ein bisschen gepostet, ne? Da war noch ein bisschen alles massig, da habe ich halt alles gegessen, was geht so, ne? Plus Training, aber Ernährung ist A und O, meine Freunde. Ne? Und bin jeden Tag auch in meiner Freizeit. Die Schule hat mich ja gar nicht mehr interessiert. Also muss ich ja wirklich sagen, die Schule hat mich gar nicht mehr gejuckt, interessiert. Ich war nur dort, um meine Peiniger bzw. die Leute, wo mich gemobbt haben, habe ich nur darauf gewartet, bis die irgendwie was Falsches sagen und dass ich dann loslegen kann,
und ein paar Einheiten verpasst. Und so war es auch. Ich habe jeden in der Schule, der mich irgendwie gemobbt hat, jahrelang habe ich das zurückgezahlt. Und auch in der Straße bei mir. Da bin ich in der Beethovenstraße 23 aufgewachsen, hier in Viernheim. Jetzt sind ja neue Blöcke da, sind ja jetzt unbezahlbar. Damals hast du eine Vier-Zimmer-Wohnung für 500 Mark gekriegt. Und da wurde auch viel, auf dem kleinen Spielplatz wurde ich viel gemobbt. Und ich habe wirklich 70% die Leute auf die Backe geschlagen, die mir an den Kragen gegangen sind. Und ja, also ich habe auch drauf gewartet. Ich habe wirklich drauf gewartet, weil viele haben Hass auch gehabt gegen mich und das konnte ich nicht zulassen. Ich habe psychische Probleme auch ein bisschen gehabt davon, das mit nach Hause genommen, so eingeschlafen, so aufgewacht und ich musste mich einfach von dieser Angst befreien. Und von der Angst zu befreien, musst du der Angst ins Auge sehen und so war es auch. Und ich habe mich meine Sachen gestellt und so war es ja. Und dann war ich halt immer noch im Boxtraining auch. Habe Techniken gelernt. Der Trainer hat mich zu gewissen Turnieren gefahren, natürlich kleine Turniere, Amateurturniere. Hier in Deutschland ist es ein bisschen schwierig, wenn du nicht ein bisschen Vitamin B hast. Und, aber trotzdem hat mir Spaß gemacht. Ich war in Karlsruhe bei Paffensport. Ich habe die Regina Halmich getroffen bei meinem Turnier. Die ist wirklich 1,50 Meter groß, da war ich sogar größer. Aber eine ganz liebe Frau war das damals. Sie hat auch gemeint, viel Glück für dein Turnier und alles. Da habe ich Bilder von Vitali Klitschko gesehen, wie er auch in Karlsruhe beim Paffensport da angefangen hat. Jetzt ist er ja zurückgetreten, aber er war ja auch eine ganz große Nummer, was Boxen angeht. Technisch so ein bisschen, ne? War ja Weltmeister und alles. Ja, das war halt immer das Geile so dran. Das hat mich, aber hat halt immer was gefehlt, ne? Mein Vater war halt leider nicht da. Obwohl ich ihn immer noch, wie auch damals, über alles liebe, egal was er getan hat, egal wie er zu mir war. Und auch wenn er jetzt selber sieht, dass vielleicht ein, zwei, drei Sachen er anders da hätte machen sollen, müssen, wie auch immer, liebe ich ihn über alles. Ich würde sofort sterben für ihn. Also wenn jemand was sagt, ich würde für ihn sterben. Ja. Also es gibt zwei Leute, für die ich sterben würde auf der Welt sofort. Das ist meine Frau und mein Vater. Und ich habe auch einen allerbesten Freund. Ja, das ist der OJ, sage ich jetzt mal so, ich will ihn nicht jetzt richtig namentlich bekannt geben. Das ist mein allerbester Freund seit der Kindheit. Er hat immer zu mir gehalten, auch wenn ich gemobbt worden bin und verarscht worden bin. Natürlich war mir körperlich sehr unterlegen, den Erwachsenen. Aber er hat mir immer halt gegen hat gemacht, ah, scheiß drauf, es wird doch alles, scheiß auf die, die sind doch Idioten. Und haben mich in den Keller eingesperrt, haben die mich geschlagen, angekettet oder mit irgendwas gebunden. Ich weiß, ob es jetzt mit so einem Fahrradschloss war oder.